Jo, willkommen zum nächsten Noob Guide. Fiddlesticks Jungle diesmal. Mit Smooth, Nasus, Yasuo, Tristainer und Lux. Wenn man es falsch aussprechen möchte. Ich nicht. Ich bin ja gebildet, ne? Mit dem Fiddle machen wir natürlich zuerst Blue. Den Blue Buff. Denn damit können wir schön schnieg fast durchgehend unser W machen. Und haben dementsprechend relativ leichtes Spiel. Report Rumble von No Skin? Nö. Sicher nicht, du Bastard. Wobei ich nicht glaube, dass der Dude das sonderlich ernst gemeint hat, ne? Yasuo gegen Yasuo übrigens in der Mitte. Sehr interesting. Mal schauen, welcher Yasuo gewinnt. 30 Sekunden bis die Vasallen erscheinen. Das ist very nice und ich hoffe, dass ich dieses Wochenende, sprich heute oder morgen, noch einen dritten Part hochladen kann, weil letzten Sonntag leider nichts kam. Sorry dafür, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit gefunden, das zu tun. Denn da brauche ich 45 Minuten am Stück Zeit, mindestens, oder eher 60. Und das ist bei mir nicht unbedingt so leicht zu machen, aber ich hoffe, ich kriege es dieses Wochenende hin, einen dritten zu machen. Hob ich mal, also seid auch mal vielleicht um 19 Uhr, falls ihr Interesse habt, auf YouTube unterwegs und schaut in der Rabobox oder auf meinen Kanal, vielleicht kommt dann auch was. Dancen wir ein bisschen. Bisschen dancen. Mit Steuerung 3. So, jetzt ist er da, der Blue Buff. Geht auch schon weg, der Nasus. Mit seiner großen Nase. Das Wortspiel, ne? Das Wortspiel. Jetzt können wir wieder ein schnickes W drauf machen. Ihr seht, das verbraucht relativ viel Mana. Deshalb Blue Buff necessary. Machen wir Smite drauf. Und machen wir jetzt auch hier entziehen. Bei dem Dude gleich auch, ne? Wir wollen ja möglichst viel EP haben. Und bei Fiddle ist es so, dass man am Anfang nicht sonderlich gut ganken kann. Beziehungsweise man stirbt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit selbst. Und dementsprechend nur im Notfall. Wenn es wirklich nötig ist, wenn der andere vielleicht Lowlife ist und der Gegner auch Lowlife ist, weil dann hat man eine Chance. Aber wenn der Gegner Fulllife ist, ist es fast senseless. Dafür ist dann die Ulti gut, der Krähenschwarm. Würde ich sagen, ne? Ich so als Trollhunter 94. Trollhunter 1000. Jo, seht ihr, das Mana geht schön schnieg wieder hoch. Die Lanes schauen bisher ganz gut aus. Mit Push der Gegner ganz schön rein offensichtlich. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes für uns. Da kann er relativ gut farmen, wenn er es sich gut anstellt. Wenn er es richtig macht. Beim Führerschein müsste man jetzt feststellen. Ist er irgendwie gefährdet? Könnte es sein, dass er irgendwie abgelenkt ist? Könnte es sein, dass er betrunken ist? Verhält er sich seltsam? Daran können wir feststellen, ob wir ihm vertrauen können. Und bisher schaut es ganz gut aus, wobei er relativ low-life ist. Low-life als sein Kamerad. Aber ich vertraue ihm einfach. Er ist ein nicer Dude, er ist Yasuo. Yasuo ist krass und... Oh shit. Soll ich helfen? Ne, der rennt weg. Too late. Jetzt kommt er wieder, der Bastard. Kann ich es versuchen? Ach komm. Das ist sicher gewardet. 100%? Ja, jetzt rennt er weg. Der hat gewardet, der Dude. Ja. Jetzt campt er da hinten. That was good for him, but not so good for me. Sorry. Und? Wusch! Fürchtet nicht.
Warum pingen die? Sind ein bisschen behindert? Da ist ja nichts da oben. Könnte ich jetzt hier kommen und hier das drauf machen. Oh, yes. Tristana kriegt sie. Super smooth. Super smooth. Geot. Man muss auch einmal loben. So ist ja nicht. So, dann können wir jetzt hier ganz chillt die Krux machen. Krux. Ja, Mitte ist leider auch. Okay, da kommt jetzt der Yi. Aber ich glaube, unser Tristana 1-0, okay. Ich dachte schon, der hat schon davor eine Kill gemacht. Aber wir stehen insgesamt erst 1-0, deshalb ist das schwer possible, ne? Very schwer possible. Ja, du, ich kann nicht zaubern, aber ich kann probieren zu kommen. Aber die Sache ist, er ist 2 Level höher als ich. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als optimale Ausgangssituation beschreiben würde. Wenn er jetzt hier drin bleibt, dann habe ich Glück. Komm, dich kriege ich. Scheiße, ist zu schnell. Verdammt. Ich habe halt noch keine Boots. Aber ich könnte mal wieder Base gehen. Denn ich kann mir schnieke Sachen kaufen. Ich könnte mir die Boots kaufen, aber ich kaufe mir zuerst das Jungle-Item. Zack, Klinge des Pirschers und dann Runenkläve. Aber... ja, machen wir direkt. Mana, wie gesagt, Blue Buff kriege ich am Anfang noch recht smooth. Deshalb, am Anfang nehme ich meist nicht unbedingt was, was Mana bringt, denn da kann ich mir meist noch den Blue Buff nehmen, vor allem wenn Yasuo da ist und jetzt nicht irgendein Magician, wollte ich schon sagen, nicht irgendein Magier. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Dementsprechend sollte ich eigentlich kein Problem haben, den Blue Buff zu kriegen, außer Lux will ihn. Nasus könnte ich natürlich auch nehmen. Aber da würde ich ehrlich gesagt Fiddle fast bevorzugen, das ist nötiger. Zack, weggesmietet. Und die beiden Dudes kommen. Kumsu! Kumsu ins Recht Toten. Guter Boy, guter Boy. Rumble könnte ich... weiß ich natürlich, dass er selbst sehr gankanfällig ist, aber... lieber mit ist, glaube ich, riskanter. Dass wir da den Tower verlieren. Außerdem ist mit empfindlicher. Ja, er hat gewardet. Bad luck for Trollhunter. Bad luck for Arnold. Wer auch immer das Englischbuch You and Me damals hatte, der kennt dieses Lied. Das sind aber höchstwahrscheinlich nur die, die so alt sind wie ich, denn danach kam, glaube ich, das Nachfolgebuch und ich weiß nicht, ob das da noch drin war. Sad. Die guten alten Arnold-Klassiker. Arnold Croc, the Crocodile, looked at his list and smiles. Sowas gibt's heutzutage nicht mehr. Das war jetzt... naja, immerhin rennt er weg, der Bastard. Er kann jetzt ein bisschen smooth farmen. Wir sind Level gleich. Und wie steht's mit den Kills? 0-0 mit Farm. Hat der Gegner mehr. Das ist weniger smooth. Okay, der Blue Buff wäre jetzt ab. Aber ich bleibe mal da unten, denn mir geht's ja auch um den Farm. Und nicht unbedingt nur um Buffs. Denn ich bin bald Level 6, also bald ist übertrieben, ich brauche schon noch einige EP. Und dann kann ich deutlich besser ganken. Die Lux ist einmal gestorben, werden den Kill gekriegt, der ADC oder? Yes. Sad. Aber wir werden es hoffentlich überleben. Hoffentlich. Wir könnten jetzt tatsächlich eine Hilfe brauchen, aber dafür ist es zu late. Ja, man kann nicht überall sein, ne? Außerdem haben die hier sicher gewardet. Ja, die Tristana ist eh noch meilenweit weg. Das ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, ne?
Would I say den Red Buff? Nee, ist doof, die pushen sonst. Frage ich lieber nicht. Die kriegen sonst noch den Tower. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob sie den Red Buff will. Aber ob das so toll ist. In der Situation. Oh! Ich weiß nicht. Shit. Ja, die Sache ist auch, da ist es jetzt wie richtig bad, wenn ich die Ulti einsetze. Oh, das war wasted, scheiße. Hatte gerade ernsthafte Fähigkeit verschwendet. Poor Bastard. Poor Bastard, nein! Nein! Scheiße. So knapp. No. Fast hätte ich's gehabt. 5 Gold. Auf das kann ich warten. Interessanterweise ist der einzige Kill immer noch der von Tristana, den wir haben. Das ist sehr sad. Welcher Level ist der? Jeder ist schon 7, ne? Soll ich mir Blue Buff? Der Nasus kann smooth farmen. Der Nasus hat 83, der Rumble 48. Oho! Nasus mit Farm, der hat schon oft gecarried. Also ich will dir nichts sagen, ne? Wirklich nicht. Aber das ist schon ein nicer, eine nice Voraussetzung, ne? Auch wenn die Botlane irgendwie jetzt ein bisschen unvorsichtig wird, offensichtlich. Mit Blue Buff kann ich dann wieder rangehen, hoffe ich. Die Mini-Viecher da, gut, mache ich auch. So. Ich bin es nicht gewohnt, also ich spiele meistens Top-Lane. Und dementsprechend bin ich es gewohnt, dass ich TP mit habe, aber was jetzt hier natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, ich muss voll oldschool rennen. Richtig billig. Na. Oh shit. Oh shit. Och komm, das war ja nur sie. Warum kommt jetzt noch ein Dritter aus dem Dschungel, Mann? Musste das sein, Dude? Voll Kaga. Voll Scheiße, Mann. Jo, ist auf jeden Fall das Erste. So, und das Stundenglas. Und das ist smooth, denn da kann man sich gar mit Ulti rein und das dann aktivieren, dann kriegen sie einen nicht. Das wäre gerade relativ nützlich gewesen, wobei eher nicht. Das wäre dann eher gut bei großen Menschenansammlungen. Der Cooldown geht eigentlich schon, der Ulti mit noch 58 Sekunden. Das ist smooth. 1-1 in der Mitte, auch nice. Die Lux feedet halt rein, ne? Ich glaube, die Lux ist das. Ja, schauen wir mal, ob wir es schaffen, aber ich glaube, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die machen ihn, aber... Der ist doch sicherlich nicht hier, Dude. Doch, ist er. Ah, good job, Tristana, good job. Good job, suicide, no, no, please, no. Please, no, suicide, now. Fiddlesticks, no suicide, please. No suicide. Okay. Gut. Der Gesang war jetzt für euch vermutlich der Tod. Es war kein Suicide, weil ihr nicht selbst gesungen habt, aber. I hope you know what I mean. Birdies nehme ich noch mit, auch wenn das ziemlich krüppelige Vögel sind, to be honest. Luxi-Wuxi, ist das denn ernst? Ist das denn honester Ernst? Ich könnte natürlich... Komm, geh weiter vor. Die Sache ist, ich glaube, er sieht das, ne? Ich glaube, er sieht das.
Oh! Noob! Aber er muss zurück. Naja, ob's das wert war. I don't know, aber immerhin etwas. Ja, da kommt natürlich wieder sie oder er oder es. Oder wir oder ihr oder sie. Willst du da jetzt ernsthaft allein reingehen? Luxi? Luxi Hiatera oder wie du heißt? Ah ja, das Ding hier macht Angst, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, doch rennen die Gegner kurz weg. Das ist so ein Krähenschwarm, der rüberspringt und Schaden macht. Bei der Ulti braucht man ein bisschen Zeit, um sie aktivieren zu können und kann dann mitten am besten aus dem Dschungel raus so richtig Nietzsche auf die Gegner springen und macht ordentlich Schaden. Also die Lux feedet schon hart rein, kann das sein? Also mit 1-6-1, So, safe ist safe. Der hätte mich sonst sicher wieder gekriegt, der Bastard. Ich kenne die ja. Kacke, Yasuo-Spieler. Oh nein, er ist in meinem Team. Ich habe Yasuo noch nicht einmal gespielt, ehrlich gesagt. Not even once. So, was nehme ich now? Den Armschutz. Armschutz der Suchenden. Wer suchet, der findet. Nämlich den Armschutz der Suchenden. Ey, Tristana, nee. Nee, Mann. Das sind jetzt, glaube ich, schon diese... Wie sagt man diese... Oh nein, es ist sinnlos. Wir verlieren so oder so. Wo sie dann einfach reingehen, obwohl es suicidal ist. Nur die Sache ist für die eine, ich will nicht für eine Person eine Ulti verschwenden, das ist senseless. Ziemlich hart senseless. Es bringt nicht viel, nur wenn in nächster Zeit keine solchen Situationen drohen, aber... Ja, du könntest ruhig weiter reingehen können. Das wäre jetzt nicht so bad gewesen. Liebe Ash. Dann wärst du nämlich vielleicht verreckt. Ja, da ist wer drin. Offensichtlicherweise. Ja, komm wenigstens Bein. Es ist schade. Sehr schade. Aber bevor ich sterbe, geh lieber zurück, Quest. So läuft es. Wie steht Nasus 1-1? Ja. Rumble hat dafür noch keinen Kill. Oh, da ist er wer. Oh shit, die Waffen zu weit weg. Ey, Lux, das ist jetzt der Whisky. Oh shit, das wollte ich nicht. Habe ich zu spät beendet. Naja, Wood Souls. Fick sie los. Ja, das war jetzt smoother. Immerhin habe ich das Gold gekriegt und nicht der Bastard. Ah, ich sag viel zu oft Bastard, wenn ich League of Legends spiele. Das ist schade. Da helfe ich dir jetzt. Kommt Yasuo. Den kriegen wir aber, ne? Den kriegen wir hardcore. Yasuo tötet Yasuo. Gut, dass das mit Farben gekennzeichnet ist, sonst wäre es nämlich doof.
Kann sein, dass die Gegner jetzt auch ein wenig übermütig werden. Das wäre natürlich Ultra-Nietzsche. Wenig riskant, ne? Wenn da wer hockt, der kann den leicht zielen. Vor allem, da hier nicht gewordet ist. Naja, schauen wir mal, ne? Kann ich mir was kaufen? Ah, scheiße, falsch geskillt. Ich wollte Kuh skillen. No! Ich könnte mir natürlich was kaufen. Ich könnte natürlich weggehen, aber da warte ich lieber noch ein bisschen. Ich könnte meine Hilfe jetzt hier gebrauchen. Und dann kann ich mir direkt Sonias kaufen. Kann sein, dass wir dann mit den Türen ahead werden, wenn wir den jetzt gehen. Bad luck for Arnold. Bad luck for Arnold. Nein, ich will nicht Flash gewastet haben, du. Naja, was soll's. Spam. Lux. Naja, Tristana hat das gespammt, nicht Lux. Luxi292 steht. Seriously, du spamst? Are you serious? Boah. 11-1-3 Ash. Und I-5-1-2. Tristana 332, na immerhin. So, jetzt kann ich mir dafür Sonias kaufen. Sehr Nietzsche. Ob ich der Lux jetzt die Blue Buff geben soll, ich bin mir nicht ganz so sicher, ne? Ich meine, mit 292 fängt sie mit Blue Buff nicht sonderlich viel an. Mit 133 zwar, ja, noch auf jeden Fall noch mehr, aber von allen hier. Wow, wow, wow. Hey, Bastardo. Stiehlst du meinen Blue Buff, Ash? Bastardo. Ja, und mich auch. Das war bad. Das war jetzt offensichtlich bad von mir. Ich sage noch, dass ich gefeedet ist. Gut so's. Boah. Mit 20 Leben. Nicht mit 2, sondern vielleicht mit 20. So, ich habe die Ultimate Ready, aber da ist wieder nur einer. Das ist wieder. Ja. Oh, sieht nice aus. Wow, die Tristana haut jetzt ganz schön rein. Ich glaube, ich habe auch einen Assist bekommen. Hoffe ich. Das ist riskant. Hat sich die gerade ernsthaft geheilt? Ist das denn ernst? Warum das? Du wirst jetzt höchstwahrscheinlich hier weggehen, oder? Oh. Hallo, ich wollte drauf machen. Oh no. Okay, immerhin hat sie Ash gekriegt. Und es ist kein Ass. Zack. Wird zwar nichts bringen, weil er da oben beschäftigt ist. Oben auch? Oh no. Ach komm, den kriegst du, Nasus. Jetzt hat er seine Flash gewastet. Gewastet hat er ihn. Den Flash-Washi. Fürchtet.
Wir haben halt keinen puren Full-Tank. Naja doch, Nasus ist Full-Tank. Schnell einen Schluck trinken. Masi hat Nasus getötet, not nice. Das ist natürlich die Sache, der pusht vielleicht top, ne? Oder ja, so geht es schon top. Oh, das ist nur Support. Das könnten wir eigentlich machen können, oder? Aber er hat recht, wenn er bevor deiner kommt. Bevor da jemand ums Eckle kommt, wollen wir das nicht probieren. Zack, voll gehealt. Oh, Lux, das ist risky. Risky as fuck. Risky as fuck. Oh, das war auch risky as fuck. Aber wenn Triss ihn jetzt kriegt, wäre das natürlich worth gewesen. Aber leider war dem nicht so. Es tut mir sehr leid. Es war leider tatsächlich nicht so. In Gothic 1 gibt es eine Person, die so spricht. Oder war es in Gothic 2? Ich weiß es nicht. Too late. Na, Nasus ist sogar positiv mit 3-2, aber... Nee. Nö. Sicher nicht. Nice. Wie gesagt, ich habe schon oft gesehen, dass ein Nasus ein Spiel gecarried hat, also so ist nicht. Aber das ist dann doch ein bisschen riskant. Würde ich meinen, oder? Ja, die Minions kriegen wir hoffentlich, kriegen Nasus Gold und dann kann ich mir vielleicht sogar die richtigen Boots kaufen. Wer weiß. Ash sieht man auch selten eigentlich in letzter Zeit. Ich glaube, in einem Rank habe ich mal gegen sie gespielt, kürzlich. Aber im Teamersteller. Ist mir nicht bekannt, dass das in so kurzer Zeit vorgekommen ist. Vielleicht war es schon einmal in einem Noob Guide, da spiele ich oft gegen welche, gegen die ich sonst nicht spiele irgendwie. Aber am härtesten ist echt Teemo. Bei Teemo, dass der zweimal hintereinander drangekommen ist, war harder Shit. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Nee, es ist nicht so toll. Ganz und gar nicht. Na, immerhin. ...1933, ich glaube, das spricht Bände, ne? Tristane. Ob das so gut ist, Tristane? Ich könnte natürlich hingehen, Tristane. Aber ob das so toll ist, Tristane? Ich weiß es nicht, Tristane? Aber ich probier's. Maybe it works. Aber die sind jetzt selber hin. 100 pro. 100 pro stehen die Hocken, die da jetzt selber rum. Beim Drake. Wo sollen die sonst hin sein, ne? Wahrscheinlich haben die das so gewardet. Also bin ich gleich tot. Oder die sind beim Baron Nashor. Aber... offensichtlich nicht. Sie waren beim Drachen. Sad. Ha, gewastet.
Immer ein kleines Erfolgsgefühl, wenn ein Gegner irgendwas wastet. Je no Flasche. Vielleicht hilft's. Nö. Der macht's auch ohne Flash. Gibt's Nasus? Sagen wir mal, er soll zurückgehen. Vielleicht bringt's was. Maybe, maybe. Maybe it maybe, aber die schaffen es so oder so. Höchstwahrscheinlich, oder? Ich sag trotzdem nein. Ich möchte ja sehen, wie sie mich fertig machen. I wanna see it, please. Und wer ist schuld? Das Team. Genau. Das Team. Oh damn. Ha! Toll, ich wollte gerade 2 drücken, aber das war leider zu late. Die haben mich aufgehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ulti überhaupt aktivieren konnte, aber eine bessere Möglichkeit, sie irgendwie einzusetzen, werde ich wohl nicht mehr finden in diesem Spiel. Nasus halt, ne? 6-3-2 eigentlich, Nasus. Tja, sad. Wir haben aufgegeben. Ob wir es geschafft hätten, ich weiß es nicht, vermutlich nicht, aber der Nasus war immerhin ganz schön strong. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat gefallen, auch wenn wir wieder verloren haben. Vielleicht dieses Wochenende 3, ich werde mich bemühen, dass es hinkommt. Also schaut doch mal um 19 Uhr rein, vielleicht dieses Wochenende. In dem Sinne, ciao.